Die Freiherren der äußeren Burg von Wolhusen hatten in der Vorburg eine eigene gotische Kapelle, die auch für die Öffentlichkeit zugänglich war. Aufgrund der vorgefundenen Reliefs war sie dem heiligen Apostel Andreas geweiht. Das betende Engelsfragment aus Sandstein, das heute im Gemeindehaus zu sehen ist, ist auch ein Zeugnis der Existenz dieser Kapelle. In der Burgkapelle wurde auch die Reliquie des heiligen Dornes aufbewahrt. Erst Jahre später wurde dieser Dorn in eine silberne Monstranz gefasst und diese ist heute in der Kirche hinter Glas ausgestellt. Die Burganlage, wie wir sie heute kennen. Wolhusen gehörte zur großen und reichen Pfarrei Ruswil, die älter war als die Burgen von Wolhusen. Im schlossähnlichen Pfarrhof von Ruswil sind auf der Türe das Wappen und die Inschrift vom damaligen Pfarrer Melchior Lüthardt eingeritzt. Die großen Buchstaben sagen Folgendes aus: Herr Melchior Lüthardt, Pfarrer zu Ruswil, zugleich in Ruswil-Wolhusen. Die Wolhuser hatten schon lange vor der Pfarreigründung ein Sigristhaus und einen Geistlichen, den sie selber entlöhnten. Das neue Sigristhaus mit dem dazugehörenden Sigristweiher. Das ist die erste Pfarrkirche, nebenan die Totenkapelle, die etwas später gebaut wurde. Zur Zeit des Kirchenbaus wütete der Bauernkrieg. Die neue Wolhuser Kirche nutzte man für eine Bauernversammlung. Pfarrer Lüthardt von Ruswil zelebrierte hier eine heilige Messe, bevor der Bundesschwur beschlossen wurde. Auf diesem Platz stand die erste Kirche, die dann 1878 einsturzgefährdet abgebrochen wurde. Erst nach dem Tod des Pfarrers Lüthardt von Ruswil bekam Wolhusen 1657 eine eigene Pfarrei. Dieser Stich zeigt Wolhusen nach der Pfarreigründung. Wir sehen die Burgruine, die Kirche, das Pfarrhaus und die Heiligkreuzkapelle. 1659 wurde mit dem Bau eines Pfarrhauses begonnen, das bis ins Jahr 1976 der Pfarrei diente. Nach emotionalen Diskussionen und einem unaufgeklärten Brand musste das alte Haus abgebrochen werden und einem neuen, modernen Pfarrhaus weichen. Die Wendelinsbruderschaft legte den Grundstein für den Bau der Totenkapelle, die 1661 gebaut wurde. Im Innern der Kapelle ist der beachtenswerte und bedeutende Totentanzzyklus mit den dazugehörenden Texten dargestellt. Die Totenkapelle wurde mehrmals restauriert und steht heute unter Denkmalschutz. Ebenfalls im Jahre 1661 wurde auf dem Steinhuser Berg eine Kapelle gebaut. Die Ursache dazu war ein Gelöbnis von Weibel Melchior von Arburg.
Die Kapelle wurde der heiligen Anna und dem heiligen Josef geweiht. Unter Pfarrer Franz Xaver Kreienbühl wurde eine neue Kirche oberhalb des Weilers auf dem aussichtsreichen Hügel gebaut. Sie wird auch oft als Heiratskirche benutzt. Die Sakristanin Hedi Schaller ist für die Pflege zuständig. Das wohl älteste Bild von Wolhusen gehört zum Bilderzyklus in der Wallfahrtskirche Heiligkreuz. Es zeigt eine Darstellung vom Ochs mit dem aufgebundenen Kreuzpartikel. Die Marktkapelle steht im Zusammenhang mit dieser Legende, weil der Ochse sich hier erstmals zum Sterben niederließ. Die Kapelle wurde verlegt und später an diesem Standort gebaut. Sie wurde mehrmals renoviert und sogar wegen der Straßenführung kürzer gemacht. Der Kapellenpfleger Toni Bucher läutet täglich um 12 Uhr die Mittagsglocke. Pfarrer Leons Zürcher baute die Zehntenscheune. Und er schrieb auch das 500-seitige Rechenbuch. Pfarrer Christoph Dub hat später die Zehntenscheune zu einer Pfarrschule umgebaut. Heute nennen wir das Haus Grünenberg. Auf der Andresenmatte erstellte 1791 Kaspar Blum den Dornenkron-Gedenkstein für den vorbeiziehenden Wanderer. Der Gedenkstein steht heute noch an der Menznauer Straße. Pfarrer Mauritz Heller realisierte den Bau der heutigen zweiten Pfarrkirche. Mit diesem Prospekt wurde für dessen Bau geworben. Der Luzerner Architekt Wilhelm Keller baute die Kirche im neuromanischen, klassizistischen Stil. Er realisierte um die 50 Kirchenbauten. Der damalige Kirchmeier Valentin Diesler. Bischof Eugenius Lascha nahm die Kirchweihe vor. Hier noch ein farbiger Kartengruß aus Wolhusen. Der barocke Hochaltar wurde von der alten Kirche in die neue übernommen. Auch er steht unter Denkmalschutz. Unter dem Altartisch ist die Reliquie des heiligen Valentin aufgebahrt. Sie stammt aus den Katakomben von Rom und wurde vom Wolhuser Josef Peter Alois Wicker erworben.
Der Kirchenraum, wie er früher ausgesehen hat. Mehrere Renovationen haben das Bild dem Zeitgeist entsprechend verändert. Mal von großer Üppigkeit, zur totalen Weißmalerei, mit weißer Kanzel, bis zum heutigen aktuellen Aussehen. Blick zum Chor, die Seitenaltäre, Blick zur Empore. Die Kirche wird vom Sakristanen-Ehepaar Marian und Walter Stirnimann geschmückt und unterhalten. Im Kirchenestrich sind noch diverse Requisiten aufbewahrt. Wie hier das noch bedienbare Heilig Grab, das früher während der Karwoche im Chor aufgestellt wurde. Dr. Johann Koch ist der Gründer des Josefshauses. Das damals als Priesterseminar konzipiert war. Die Eingangspartie mit der Statue des heiligen Josef, die Hauskapelle, vielen von uns Älteren ist das Exerzitienhaus noch ein Begriff. Ganze Gruppen reisten mit den Cars an. Die Eigenversorgung war durch den Blumen- und Gemüsegarten und mit einem eigenen Gärtner gewährleistet. Ein besonderes Unikum war die Seminarkirche neben dem Josefshaus. Sie hatte nur 7 Jahre Bestand und musste wegen Rutschgefahr abgebrochen werden. Einige Bauteile dieser Kirche wurden im Haus von Bildhauer Rösli wieder verwendet. Fenster, gotische Türportale,
Reliefs, Säulen und so weiter. Das Haus ist dieses Jahr abgebrochen worden. 1926 erhielt die Kirche 4 neue Glocken. Mit vereinten Kräften wurden die Glocken von Schulklassen auf den Turm hinaufgezogen. Pfarrer Niklaus Zimmermann ist der Autor der umfangreichen Heimatkunde von Wolhusen. Er rekonstruierte auch die Burganlage. Vikare gab es damals noch viele. Das Andreasheim kam auf die Initiative des Fabrikanten Oskar Steffen und von Vikar Franz Xaver Kreienbühl zustande. Über dessen Bau gibt es einen Videofilm. Eine Renovation steht bevor. Nach der umfassenden Renovation mit einem Anbau steht das Haus vielen Vereinen wieder zur Verfügung. Pfarrer Simon Zielmann, er ist hier auf einem Prozessionsumgang mit Vikar Kreienbühl zu sehen. Fronleichnamsfeier mit militärischen Ehren und flatternden Fahnen. Familie Bucher von der Etzle Schwand fährt mit Ross und Wagen zur Erstkommunionfeier. Zum Priesterjubiläum von Pfarrer Kreienbühl und zur 300-Jahr-Feier der Pfarrei erschien das Wolhuser Heimatbuch von Redaktor Theo Stadelmann. Hier der Einzug zu einer Feier und Vikar Zürcher zeigt Ehrengästen den Weg. Der Kirchengesang ist ein tragendes Element der Liturgie. Hier eine Bildfolge einiger Kirchenmusiker der letzten Jahre. Lehrer Otto Lustenberger an der Orgel. Und mit Kirchenchor.
Josef Scheidecker leitete den Kirchenchor während 37 Jahren. Er beantragte auch den Kauf einer neuen Metzlerorgel. René Limacher leitet heute drei Wollhuser Chöre. Durch die Erschließung des Sigrist-Grundlandes kamen viele Wollhuser Familien zu einem Eigenheim. Pfarrer Werner Thommen wirkte 21 Jahre als engagierter Seelsorger in der Pfarrei St. Andreas bis zu seinem Tod im Jahre 1994. Er war auch ein begnadeter Reiseorganisator und nicht zu Unrecht sprach man etwa vom Reisebüro Thommen. Hier noch eine lose Bildfolge vom Leben der Pfarrei heute unter Pfarrer Hans Kunz. Die drei markanten Gebäude im Dorf Wollhusen. Kirchenpatron Andreas begleite die Pfarrei St. Andreas weiter in die nächsten 350 Jahre.